Mein werter Freund von Stay on Fire, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Thaddäus und ich möchte dir heute eine Frage stellen. Und zwar, was zählt am Ende wirklich? Was zählt am Ende wirklich? Geht es darum, vielleicht mehr Leben, mehr Zeit, mehr Geld gehabt zu haben? Geht es darum, Organisationen aufzubauen, Unternehmen oder irgendwelche Projekte zu starten? Vielleicht geht es für dich darum, dem Ideal näher zu kommen, mit allem, was du bist, irgendwie zu versuchen, zu trainieren, besser zu werden, um einfach diesem Standard gerecht zu werden? Ich glaube, wir können in unserem Leben Vollgas geben, und trotzdem alles verfehlen, wenn die Richtung nicht stimmt. Und lieber stelle ich am Anfang meines Lebens die Frage, was am Ende wirklich zählt, und nicht am Ende meines Lebens reflektierend auf mein Leben. Im März 2015 ist meine Oma gestorben und meine Oma war in vielerlei Hinsicht für mich ein großes Vorbild. Und auf ihrer Beerdigung bin ich aufgestanden und habe von all den Dingen erzählt, die für mich einfach großartig waren, von all den Dingen, wo sie für mich ein Vorbild war. Und ich stelle mir die Frage, und ich glaube, du solltest dir die Frage auch stellen, was wären deine Arbeitskollegen, deine Freunde, dein Lebenspartner, all die Leute auf deiner Beerdigung sagen? Ich möchte, dass du dir vorstellst, du sitzt auf deiner eigenen Beerdigung, wann auch immer die sein wird, und auf einmal steht dein bester Freund auf. Was wird er über dich sagen? Auf einmal steht dein Lebenspartner, dein Ehepartner auf. Was wird er über dich sagen? Auf einmal stehen deine Arbeitskollegen auf. Was werden sie sagen? Was zählt am Ende wirklich? Und ich möchte dich nicht allein lassen mit dieser Frage, sondern einfach persönlich sagen, für mich zählt es das, was Jesus gesagt hat. Liebe Gott und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Liebe Gott und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wenn ich am Ende meines Lebens stehe, möchte ich sagen können, ich habe Gott mit meinem ganzen Herzen geliebt, indem ich andere Menschen geliebt habe. Und ich möchte dir die Frage stellen, egal ob du an Gott glaubst oder nicht, was für dich am Ende zählt, weil das ist entscheidend. Vollgas zu geben, schließt nicht aus, alles zu verfehlen.